Ja, hallihallo, grüß euch zu diesem heutigen Video-Tutorial von Click and Smile Fotografie. Heute geht es darum, wie man Unreinheiten und ungewünschte Objekte in einem Bild ganz einfach und schnell entfernen kann. Ich zeige euch da heute zwei Möglichkeiten. Die erste für kleinere Objekte und die zweite für etwas größere. Und zwar haben wir da dieses Bild dieses Hundes, der hinter einem Baumstamm hervorschaut, und mich stören da diese Unreinheiten, diese zwei kleinen und vor allem dieser große Grashalm, der da vor dem Hund hervorragt. Zuerst kümmern wir uns um die kleinen Unreinheiten. Hierfür nehmen wir den Reparaturpinsel. Das wäre dieser hier. Sieht man auch, wenn man mit der linken Maustaste lang hinaufklickt, sieht man dann Bereichs Reparaturpinsel. Das ist der, den wir jetzt verwenden. Und dann gehen wir schon ganz nah hin ins Bild. Und dann geht es ganz einfach. Also einfach wie mit einem normalen Pinsel malen wir diese Stelle an, die wir retuschieren wollen. Und schon sind diese beiden Elemente weg. Ich mache das einmal rückgängig und kopiere mal gleichzeitig die Hintergrundebene. Das habe ich zuvor vergessen, dass wir danach schauen können, was wir da geändert haben. Was macht jetzt Photoshop? Also der sucht einfach rund um diesen Bereich, den man da ändern will, ähnliche Farbelemente, die da an dieser Stelle hinpassen könnten, und fügt sie dann ein, ohne dass man mehr auswählen muss. Geht vor allem bei kleinen Sachen gut. Wenn ihr jetzt zum Beispiel diesen Strohhalm oder diesen Grashalm wegretuschieren wollt, sieht man schon, ganz optimal funktioniert es nicht. Ist jetzt auch nicht schlecht, was da passiert, aber da sieht man jetzt ganz gut. So wollen wir das natürlich nicht. Und wenn man das da oben macht, ja, da ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber vor allem hier hat man gesehen, dass es nicht so optimal ist und man gleich sieht, dass da am Bild was geändert wurde. Das machen wir jetzt rückgängig. Wie gesagt, diesen Grashalm bearbeiten wir jetzt mit einer anderen Methode. Und zwar wäre das der ganz normale Kopierstempel. Beim Kopierstempel ist das alles anders. Da funktioniert das nicht automatisch. Also da muss man Photoshop sagen, von wo man die Bereiche oder die Farben oder die Elemente kopieren will. Und natürlich auch die Stelle sagen, wohin man das Ganze dann kopieren will. Versteht man viel einfacher, wenn ich es einfach einmal zeige. Also wir drücken die Alt-Taste, und bei gedrückter Alt-Taste kann man Photoshop dann sagen, wo die Quelle der Kopie jetzt sein soll, sprich von hier, wo der Cursor jetzt ist, soll dann kopiert werden. Wir drücken die linke Maustaste, wie gesagt bei gedrückter Alt-Taste, also gleichzeitig Alt und linke Maustaste drücken. Und jetzt haben wir Photoshop gesagt, dass hier von hier zur neuen Stelle kopiert werden soll. Man sieht schon im Pinsel drin, wenn man größer macht, ist jetzt genau diese Stelle, die wir da markiert haben. Und das ist dann der Startpunkt unserer Kopie. In dem Fall starten wir hier, und jetzt sieht man schon das Fadenkreuz rechts neben dem Cursor. Das symbolisiert jetzt den Bereich, wo die Quelle dieser Kopie sich befindet. Man sieht schon, die Quelle geht jetzt da in diese Kante rein. Das heißt, auch diese Kante, die Kante wird auch hier rüber kopiert. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir nehmen wieder weiter unten auf und machen das Ganze jetzt. Da kopieren wir es weiter hoch. Da haben wir jetzt eine natürliche Kante drin. Wenn ich jetzt hier drüber retuschieren würde, würde man sehen, das ist auch nicht so, wie wir es haben wollen. Das heißt, wir nehmen jetzt da wirklich eine Kante und kopieren diese Kante jetzt oben rauf. Das gleiche machen wir an dieser Kante. Ich nehme hier die Kante mit gedrückter Alt-Taste und linker Maustaste wieder auf und kopiere das hier rein. Und dann sieht man schon, haben wir da schön das nachgestellt. Hier ist ganz einfach, da hier viel Grüntöne sind, nehmen wir einfach hier etwas auf und kopieren es rauf. Hier nehmen wir wieder die Kante und retuschieren sie hier rein. Hier nehmen wir links vom Ohr den Bereich, und da geht es schon hinauf, und hier haben wir wieder eine Kante. Jawohl. Dann machen wir diesen Grashalm bis nach oben hin weg. Ansonsten schaut es komisch aus, wenn ein Grashalm aus dem Ohr herauswächst. Soll natürlich nicht sein. Dieses stört mir jetzt an dieser Stelle auch noch, dieses Schmutzteilchen, was der da im Ohr hat. Das heißt, ich gehe wieder auf den Bereichsreparaturpinsel und mal den wieder drüber, und das ist auch wieder weg. Und wieder den Kopierstempel, und jetzt machen wir es da unten noch komplett. So. Wichtig ist da, dass man nicht immer die gleiche Stelle nimmt, und vor allem nicht, wenn es nicht anders, also sollte es nicht anders gehen, muss man es natürlich, aber schauen immer, dass man nicht direkt die Stellen neben der zu kopierenden Stelle als Quelle nimmt.
Ansonsten sieht das Auge einfach, dass sich da Strukturen wiederholen und dann ist das Ganze ziemlich auffällig. Immer so weit weg wie möglich und immer wieder neu aufnehmen, nicht zu viel gleichzeitig kopieren. So, das machen wir jetzt hier. Das tun wir auch weg da, dieses große gelbe Teil. Das so. Ein bisschen rüber. Jawohl. Und wenn wir jetzt einen Vorher-Nachher-Vergleich machen, sieht man schon, dass wir das schön alles wegretuschiert haben. Der Grashalm ist weg, der Hund wird jetzt nicht mehr von diesem Grashalm da überlagert. Und das war es eigentlich auch schon. Zwei Möglichkeiten, wie man Unreinheiten und störende Elemente ganz einfach wegretuschieren kann. Hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Gute, wünscht Klick, ein Smile, Fotografie. Ciao, pfiat euch.